Und damit herzlich willkommen hier zum Mandel-Sprint Cup Rennen Nummer 8 in Silverstone. Heute, derzeit ist mit dem Qualifying ein gutes Wetter, sonnig derzeit. Und bis hier die Fahrer tatsächlich bereit sind, würde ich dann erstmal ganz kurz auf den WM-Stand eingehen. Weiterhin WM-Führender ist Epsch mit 150 Punkten. Auf Platz 2 Falkberg mit 89, schon relativ viel Abstand. Dritter ist Ernaid im zweiten Aston Martin, derzeit 60 Punkte. Nikolai auf der 4 mit 37. Dahinter Roland 36 Punkten, genauso wie Kilgold an Syrax. Auf der Nummer 8 ist New Walker mit 32 Punkten. Red Shark 9. mit 27. Und Surex, der nach seinem Auftaktsieg nicht mehr mitgefahren ist, noch 10. mit 25 Punkten. Dann haben wir natürlich noch die Teamwertung. Dort ist Aston Martin derzeit auf P1 mit 195 Punkten. Haas 2. mit 121. Bisschen dahinter Red Bull mit 90 Punkten auf P3. Ferrari 4. mit 57 Punkten. Mercedes 5. mit 49. McLaren derzeit mit 46 Punkten auf P6. Williams derzeit auf P7 mit 36 Punkten, gefolgt von Alfa Romeo mit 22. Alfa Tauri 11 Punkte auf P9. Und auf dem letzten und 10. Platz derzeit immer noch Alpine mit 0 Punkten. Und da heute auch, doch heute haben wir zwei Alpine sogar da. Rocket und Phoenix dürften hier tatsächlich Alpine fahren. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Leute, die rausfahren, um ihre Zeiten zu fahren. Dann gucken wir erstmal, wer ist es denn? Einmal Alex vorne, gefolgt von Kilgore. Jetzt fahren noch beide Ferraris von Bruno Clemens raus. Den Alfa Romeo ist ebenfalls schon auf dem Weg nach draußen. An sich selber so eine Strecke, die schon einen gewissen Highspeed-Anteil hat. Hier fährt man schon relativ schnell. Aber auch die ein oder andere Kurve, die man ein bisschen langsamer fahren muss. Das heißt, nur auf Geraden oder nur auf Kurven zu gehen, ist hier dementsprechend falsch. Natürlich würde oder sollte man auf die Geraden eher achten, da das Spiel oder eher gesagt, da die Strecke schon hier und da einen sehr guten Highspeed-Anteil hat. Man braucht aber auch für die schnellen Kurven ein zumindest relativ stabiles Heck, damit man beim Einlenken das Heck nicht verliert. Aber wie das dann hier die Fahrer insgesamt handeln, das werden wir ja im Laufe dieser Quali-Session und während des Rennens sehen. Ich und Alex schon relativ weit raus aus Chapelle müsste das sein. Vier Hänger straight. Könntest du gerade durch oder über Startziel? Fällt jetzt die letzten zwei oder drei Kurven, je nachdem wie man es sieht. Das sind glaube ich drei. Beginnt jetzt als erster seine schnelle Runde, ist derzeit auf Softs unterwegs. Bei Reifen gehe ich mal auf die jetzigen Reifen. Fährt jetzt hier durch den ersten Sektor, durch die ersten paar Kurven durch. Soweit sieht das noch ganz gut aus. Kommt jetzt hier nach Kops rein. Kommt hier sehr weit nach draußen und die Runde ist noch gültig. Hat aber auch eher Zeit verloren, als irgendwie ansatzweise was gut machen zu können. Jetzt hier durch Baggett's. Baggett's Baggett's, so. Wenn kurz beides zusammengemischt. Es ist auf der Hänger straight auf dem Weg, seine Runde zu beenden. Direkt danach haben wir Kilgolder, seine Runde setzen wird. Jetzt kommt die Alex durch die letzten paar Kurven durch und beendet damit seine schnelle Runde und fährt eine 1,29,4. Gucken, was Kilgolder macht. Der sieht ein bisschen schneller aus, fährt eine 1,29,0. Danach haben wir
Brunit, Clemens hat sich gerade gedreht. Brunits Runde ungültig. Als nächstes haben wir den Yami Yosaki. Jetzt auch hier seine Runde zu Ende und er fährt eine 1:29.2. Danach haben wir einen der Alpines, natürlich Phoenix. 1:29.4. Nikolai neue schnellste Runde 1:27. Und Red Shark dann 1:28.7. New Walker auf H3. Jetzt kommt aber Rocket über Startziel und fährt hier eine 1:30.3. Wir haben jetzt aber auch noch Epsch auf einer schnellen Runde. Die ist aber derzeit ungültig. Mal gucken, Alfie müsste auch noch gerade auf der Runde sein. Die ist ebenfalls nicht. Die ist ebenfalls nicht. Also, Brun gerade eine Fähre, das sieht derzeit zumindest nicht so aus. 42 Sekunden im ersten Sektor. Schaut eher mager nach einer schnellen Runde aus. Das heißt, er wird wahrscheinlich gleich in die Box fahren und sich da neue Reifen holen. Okay, jetzt macht er wieder die Box. Alfie hat keinen Frontflügel mehr. Das heißt, er hat sich wohl gerade gedreht und ist in die Wand eingeschlagen. Dann haben wir jetzt hier noch Epsch. Ich gehe davon aus, dass das aber noch eine gültige Runde ist, hier auch versuchen wir durchzufahren. Das ist gelb in ein paar Sektoren. Ein Alpha, das dürfte glaube ich der von Yosaki sein. Yosaki auch inzwischen noch zwei gefahren, als 28.2. Gucken wir mal, was jetzt hier Epsch hier versucht. Er ist derzeit der WM-Führende und hat auch einen sehr soliden Vorsprung. Kann sich das ein oder andere Rennen erlauben, dass man ein bisschen schlechter fahren darf. Ich denke, jeder kennt es, jeder Fahrer hat ja seine Strecken, denen er oder auf denen er nicht so gut unterwegs ist. Und da kann sich erstmal Epsch ein paar schlechte Ergebnisse erlauben. Und Epsch hat erstmal die Box, wäre die Runde nicht zu Ende. Wir haben jetzt hier aber Ernight, der hier tatsächlich auf seine schnelle Runde geht, auf die Medios, versucht hier eine alternative Strategie zu fahren. Kann es natürlich auch sein, dass Epsch versucht hier die Reifen zu wechseln und auf Medium zu fahren. Und jetzt hat schon ein bisschen über die Hälfte eine Rundenzeit, eine gültige Rundenzeit gefahren. Jetzt Ernight zum einen auf einer schnellen Runde, aber auch den Falkberg auf derzeit P11 liegend, wobei das natürlich noch ohne Zeit zählt. Das heißt, er wird sich definitiv, wenn er Zeit fährt, sehr wahrscheinlich. Okay, derzeit sowieso verbessern. Das heißt, wenn er sogar langsamer als Rocket ist, wäre er immer noch ein Neunter. Wir haben einen Ferrari, der sich gedreht hat. Das war Clemens. Clemens hier gerade nicht in einer guten Form unterwegs. Aber wir haben es schon mal gesehen. Er war im Quali schon mal relativ schwach und hat dann im Rennen ein bisschen was rausgeholt. Das war ein Zandvoort. Ist auch schon ein paar Rennen her. Aber da konnte er auch relativ gute Ergebnisse noch einfahren. Ernight fährt jetzt Richtung Startziel über die Linie. Wird eine 1:29.7 ist damit noch vor Rocket. Aber ansonsten keiner, der eine gezeitete Runde gefahren ist, ist hinter ihm, nur Rocket, aber ich denke, selbst der wird gleich noch seine Zeit verbessern können. Wobei auch wir uns noch im Hinterkopf halten müssen, währenddessen Falkberg jetzt hier seine Runde beendet mit einer 1:29.4, dass die beiden auf Mediums fahren, genauso wie Killgolder. Das heißt, die Runden von den dreien werden eh nicht allzu schnell sein. Auch Brun, der jetzt Phoenix, glaube ich, rettet man auf seiner schnellen Runde. Den können wir nochmal eben mitnehmen. 2 Sekunden langsam, okay, der fällt wieder rein. Dann kommt jetzt als nächstes das Ferrari-Duo. Brunit der vordere, Clemens der hintere Ferrari.
und Brunit fährt jetzt hier durch die ersten paar Kurven durch. Sektor 1 ist immer ein bisschen tricky alleine, Turn 2, 3, 4. Und 2 geht noch. Aber die danach sind ein bisschen schwierig. Fireback macht hier. Nächste Fireback ist, dass ein Alpha es ist, dann sehr wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, hier den Platz macht. Wir haben hier Brun auf Mediums unterwegs. Wir haben einen Red Bull, der hier auch vorbildlich Platz macht. Das ist wahrscheinlich Weltstark für Nikolai nämlich. Ob er da schnell eine Runde ist oder war das Nikolai? Ne, Nikolai ist so gerade dabei, seine Runde zu beenden. Ich habe es gerade leider die Sektorzeit nicht gesehen, ob er da deutlich schneller gewesen ist oder nicht. Das werden wir ja spätestens am Rundenende sehen, wie er hier tatsächlich seine Position setzen wird. Fährt jetzt hier durch. Sieht schon schneller aus, ist eine 1:26.958, die erste Zeit unter den 27ern. Er ist jetzt halt keine einzige 27er Zeit, das heißt Nikolai mit über einer Sekunde Vorsprung derzeit auf P1. Wir haben Brun, der jetzt hier durch die letzten Kurven fährt, 1:26, 27, 28, 3. Das ist mit dem Medium gar nicht mal so langsam. New Walker auf die 4 gefallen mit dem Soft. Wir haben jetzt auch noch... wir haben noch frisch draußen. Den Alfie ist es, glaube ich, gerade nicht, nee. Den Yusaki, der hier gerade seinen nächsten Mann auf eine weitere Runde setzt. New Walker und Brun ja gerade gefahren. New Walker minimal schneller als Brun. Wobei Brun natürlich auch auf Mediums unterwegs ist. Dafür ist eine starke Runde, der ist ja der schnellste auf dem Medium. Auch Epsch gerade auf einer schnellen Runde, ein bisschen weiter vorne. Derzeit die Runde noch gültig. Diesmal wirklich auf Mediums, hat er wirklich nochmal die Reifen gewechselt. Jetzt den letzten Kurven ran. Die Zeit sieht gar nicht mal so schlecht aus. 25, 26 für P1 reicht's nicht. Es reicht für P6 derzeit. Sogar hinter Brun, aber ganz, ganz knapp 6000 nur dahinter. Das war wirklich nicht gerade viel. Brun fährt die Zeit. Ne, ist er schon gefahren. Stimmt, fährt jetzt wieder rein. Wir haben aber Alex auf einer neuen schnellen Runde. Derzeit zumindest draußen, derzeit 3 Zehntel knapp schneller als die vorige Runde. Und die ist bis jetzt auch noch gültig. 5 Zehntel schneller, das heißt, wäre es im 28.9er Bereich, würde damit immerhin schon mal eine Position gegenüber Killgolder gut machen. Sonst muss er diese Zeit nur noch über die Ziellinie bringen. Wird jetzt hier in die letzten 2, 3 Kurven rein. Und platziert sich auf P8 mit einer 1:28.946. Dahinter, glaube ich, gerade Alfie unterwegs tatsächlich. Ne, das ist wieder der Yusaki. Alfie wieder ungültig. Für ihn Qualifying derzeit zum Vergessen. Gucken wir mal derzeit, was Phoenix derzeit macht. Er ist 58.000stel schneller. Da haben wir auch, glaube ich, gerade Alfie, der sich da gedreht hat. Ich glaube, das wird für Phoenix nicht reichen, um hier P1 nur irgendwie ansatzweise angreifen zu können. Die Linie verbessert sich zwar, ist es der einzige im 27er Bereich, aber immer noch 9 Zehntel hinter Nikolai. Wir haben wieder Gelb, wie gesagt, ist ohne ungültig, Alfie gerade noch wieder gedreht. Redchuck 2 Zehntel schneller derzeit. Ich will damit den Platz von Epsch mit der jetzigen Pace eingehen können. Nee, es war, glaube ich, gerade
weiß nicht, wo die 210 herkommen, weil er ist noch durch keinen Sektor gefahren. Werden wir gleich zur Not nochmal sehen, wenn er hier gerade über den Sektor fährt. 78.000stel. Das reicht derzeit, um keine Position gut zu machen. Aber wir haben von Platz 3 bis Platz 6 wirklich einen sehr, sehr kleinen, sehr, sehr engen Bereich von Zeiten, die hier fahren wurden. Auch Clemens versucht es nochmal. Clemens dürfte tatsächlich gerade so noch Vorwärtsschank sein. Gucke ich hier mal rein. So, Clemens hat die Runde jetzt fast durch. Er muss jetzt eigentlich nur noch die Runde zu Ende fahren, das kleine bisschen, damit er sich hier seine Zeit setzen kann. Geht nicht zu weit raus, Runde ist noch gültig. Gibt Gas. Und fährt hier eine 1.27.231 und ist damit derzeit auf P2. Wedgehack konnte sich verbessern, hat eine 1.28.354 gefahren. Er hat sich damit jetzt auf P6 verbessert. Und das ist derzeit von P4 bis P8. Das ist nur ein bisschen mehr als die Zehnte. Nur ein bisschen mehr als die Zehnte, das ist fast gar nichts. Busaki derzeit 2000stel schneller. Das ist auch mal wieder nicht so gerade viel. Und jetzt gucken wir mal, wie das weitere Verlauf aussieht. Alex gibt sie schon in der Box auf. Penalty Session. Weiß, dass er hier nicht mehr viel machen wird. Busaki fährt über die Linie und ist 7000stel schneller. Hat die Zeit zwar verbessert, aber das ist so viel, gar nicht mal so viel tatsächlich. Wir haben aber auch Leute wie Falkberg, Ernight und Epsch, die anscheinend die Zeit, die sie derzeit gefahren haben, für genug halten. Sie fahren jetzt nicht mehr weiter raus. New Walker fährt über Linie, verbessert sich und platziert sich auf P4 mit einer 1.27.952. Dann haben wir gerade, ist es Phoenix, der gerade lang fährt. Ne, es ist Rocket. Wir haben auch gerade einen Red Bull. Das dürfte der Chunk sein, richtig. Der fährt gerade an die Box. Alle vier auch inzwischen eine Zeit gefahren. 1.29.862. Damit derzeit auf P13. Wir haben auch gerade Kill Dollar. Die Zeit ist ungültig. Wir haben Rocket. Die Zeit ist ungültig. Dürften dann guten Yusaki haben. Seine Zeit zählt noch, ist 41.000 langsamer, fährt hier tatsächlich recht konstante Zeiten. Dann wird hier gleich die Runde beenden. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was rauskitzeln an Zeit. Das schaut sehr gut aus. Fährt jetzt über Startziel. Und konnte sich, ich glaube, sogar wieder minimal verbessern. Dann ist Nikolai auf seiner nächsten Runde. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so notwendig aus meiner Sicht. Scheint hier derzeit recht gut voranzulegen. Alfie wurde derzeit wegen gefährlichem Parken aus der Session ausgeschlossen und disqualifiziert. Clemens an der Box ist soweit durch. Brun kann jetzt nochmal einen Versuch starten. Ist jetzt ein 7000stel langsamer nach Sektor 1. Jetzt haben wir so gerade Sektor 2 durch und er ist 3 Zehntel langsamer. 3 Zehntel langsamer. Jetzt halt bei den anderen aus Kilk oder dürfen wir verschnellen sein, der bricht ab. Wir haben noch den Yusaki, der hier eine ungültige Runde hat, und den Nikolai, der, ja gut, 1.20.22, der fährt schon zu langsam. Das heißt, auch da wird dann nichts mehr passieren.
Okay. Das wäre eigentlich schon die Qualifying Session. Jetzt wird hier noch Yusaki reingeschoben. Wir haben auf P1 Nikolai, P2 Clemens, Phoenix auf A3, New Walker 4, Yusaki auf A5. Auf A6 startet Red Shark. Den Rest gebe ich euch gleich noch durch. Bis wir hier gerade das Qualifying Ende nochmal uns in den Red Bull gerade reingesetzt haben. Auf A7 Bruni den Ferrari auf dem Medium. Auf A8 Epsch im Aston Martin. Rocket startet von der 9. Alex von der 10. 11. ist Kilgolder. Von der 12 startet Falkberg. Ernert startet von P13. Und Alfie vom letzten und 14. Platz. MSC-Rennen hier in Großbritannien. Jetzt inzwischen auch neben meiner Seite mein allbekannter Co-Kommentator, der gute Raphael. Ich kann halt irgendwie die Kameraeinstellung nicht ändern. Das fällt mir nicht. Im Normalfall ist er eigentlich schon so eine Dauer schon, oder nicht? Ja, ja, doch, mal hat er schon. Ich hoffe mal, das ist kein schlechtes Verzeichnis. Ah, jetzt geht's. Ja, braucht das Spiel wohl ein bisschen, bis alle so aus dem Startgebiet raus sind. Was haben wir denn für eine Aufstellung? Auf P1 haben wir den Nikolai. Auf P2 Clemens. Nach an sich sehr schlechten ersten Runs hat er dann einen Bomben-Run hingelegt, ist am nächsten an Nikolai drangekommen. Auf V3 haben wir Phoenix. Ein Debütant heute natürlich, müssen wir auch nochmal eben erwähnen. Wieder sein erstes MSC-Rennen, soweit ich das im Kopf habe. Auf der 4 New Walker, auf der 5 haben wir Yami Yusaki. Auf P6 der zweite Red Bull, das ist dann in diesem Fall Red Shark. Auf A7 Ersatzfahrer Bolid im Ferrari. Auf A8 unser WM-Spitzenreiter Epsch. Auf Medium genauso wie Bolid und Rocket auf P9 ebenso. Ebenfalls Ersatzfahrer hier im Alpine unterwegs. Das Alpine kann vielleicht dieses Mal Punkte holen. Die ersten. Auf 10 haben wir Alex auf den Soften. Auf P11 Kilgolder auf Mediums. Auf P12 den derzeit zweitplatzierten Falkberg auf Softs. Auf 13 haben wir Airknight auf dem Medium. Und auf 14 haben wir Alfie, der sich ja gegen Ende nochmal in DSQ im Qualifying eingezogen hat wegen Parken gefährlichen Ort. Und der startet ebenfalls auf Mediums. So, die Fahrer nehmen jetzt die Position im Grid ein. So, da dürfen jetzt alle Autos stehen. Die Ampeln gehen an. Und ah, der Schein ist freigegeben. Nikolai kommt an sich recht gut weg, aber Clemens scheint hier gerade einen Bombenstart zu haben. Ist schon an Nikolai vorbei. Da hinten hat sich auch ein bisschen viel getan. Alex schon auf 12 runter, aber da hinten hat sich Brunit gedreht. Scheint an sich keinen Schaden zu haben. Aber für ihn natürlich trotzdem sehr unpraktisch. Alfie hat sich hier auch noch ganz kurz an Falkberg ein bisschen ja, ein bisschen touchiert zumindest, sah zumindest so aus, zumindest in der Nähe gewesen, als dieser sich gedreht hat. Genau, habe ich es ja leider nicht sehen können. Wir haben auch schon weiter vorne ein bisschen Action, hier mit Kilgolder. Wir haben Alex und wir haben auch einen Epsch auf 10, der ist ebenfalls ein bisschen zurückgefallen. Und wir haben jetzt Alex, der sie versucht, außenrum an Kilgolder vorbeizugehen, aber da... Ne, kommt vorbei! Kilgolder verliert hier gerade Plätze. Hat gerade 2 verloren. Von 8 auf 10 Runde. Hat er einen Flügelschaden? Ja. Kilgolder hat einen Flügelschaden. Vorne rechts. Und Elf schaut gerade an Alex vorbei. Ist ja gerade tatsächlich relativ viel los. Oh, Kilgolder hat sich gedreht. Das glaube ich. Ja, wahrscheinlich rausgerutscht, weil der hat ja, wie gesagt, vorne einen Flügelschaden. Der wird dann nicht mehr so die beste Traktion haben. Alfie und Bruni dahin wird gerade auch gefightet. Jetzt muss ich eben gucken, wo da hängen. Alfie war schon wieder ein bisschen weiter weg. Obwohl, nee, das ist nur die Anzeige, die gerade wieder ein bisschen rumbackt. Mit dem Clemens hier mit der schnellsten Runde. Wir haben Alex da ganz nah an. Auch da ganz nah dran.
5 Sekunden Kill oder raus in der Boxengasse, der will diesmal noch einen Vollflug holen. Ich jetzt... Schalke auch ganz knapp an Rocket dran. Da ist nicht viel zwischen den beiden. Das ist ebenfalls richtig. Und dahinter auch schon wieder Epsch, der möchte natürlich seine Position weiterhin gut machen. Ist er eh schon von 8 gestartet, hat er ja am Anfang ein bisschen verloren, kann er wieder 2 Plätze gegen Kirkgold und Alex wieder gut machen. Und derzeit ja WM-Führer mit 150 Punkten. Hat einen recht soliden Vorsprung. 89 Punkte hat der WM-Zweite Falkberg, der derzeit auf P10 liegt. Aber hier gehen gerade beide nach jetzigem Stand mit wenig Punkten raus. Aber das Rennen ist ja noch lang, wir haben ja noch ein paar Runden vor uns. Noch so ein paar, ja, ja. 24, 25 Runden sind es nur. Dahin ist, glaube ich, gerade Alex ein bisschen weiter rausgefahren. Wir haben hier weiterhin Rocket, der hier versucht, von Red Shark wegzukommen, aber der hat, aber selbst Red Shark muss ja eh ein bisschen drücken, weil hinter ihm ist nämlich ein Aston Martin von Epsch, der ebenfalls gern vorbei möchte. Und Red Shark versucht außen, ist aber nicht rechtzeitig dran. Und er kommt noch nicht vorbei. Aber ab der nächsten Runde gibt es ja die erste Unterstützung. Hier versucht tatsächlich Red Shark in den. Ne, er zieht noch rechtzeitig zurück, weiß, dass er dann nicht so die großartige Chance hat. Nikolai, neueste schnellste Rennrunde, kommt wieder ein bisschen an Clemens ran. Aber wir bleiben hier beim spannenden Dreikampf. Hier sind die drei sind wirklich krasser beieinander. Also ich glaube, der ist halt stabil auf P9. Hat schon ein bisschen Abstand auf Falkberg aufgebaut. Das ist aber ebenfalls drei Gruppen. Und Red Shark ganz, ganz knapp auf Rocket draufgefallen. Jetzt sogar Epsch neben Red Shark. Wir haben Geld in Sektor 1, das ist Phoenix, der sich gedreht hat. Schade. Ja, sehr schade. Es war an sich schon ein bisschen gutes Rennen, aber es kann dann wieder was kommen. Epsch nimmt, glaube ich, gerade die Innenbahn und versucht an Rocket vorbeizukommen, aber es reicht nicht und er wird ein bisschen minimal rausgedrückt. Allerdings aber auch ein bisschen mutig von Epsch an dieser Stelle vorbeizugehen. Das ist ganz knapp gewesen. Ich meine, er hätte ja auf der Hangar Straight wäre ja spätestens ja locker vorbeigekommen mit ERS und DRS. Hätte ja da ja gar kein Problem sein können. Alex geht wieder weiter in Kops. Ich sehe es durchgehend im Hintergrund. Was haben wir? Oh, Ehrenhalt und Falkberg. Die beiden geben sich gerade auch ein bisschen. Epsch versucht es hier an Red Shark, kommt hier nicht dran vorbei. Phoenix inzwischen wieder an Alfie vorbei. Na, mein Hals ist mega trocken. Leute, stay hydrated, trink genug. Der müsste nicht wegen dem trockenen Hals husten. Oder Reusmann zumindest. Ja, Falkberg jetzt zweite Position verloren gegen Perun und gegen Ehrenhalt. Da scheint hier zumindest gerade nicht Falkberg stark zu sein. Epsch ist jetzt innen. Beim Report von Red Shark hat aber nicht spät genug gebremst und muss hier weiterhin diese Position 7 innehalten. Kann natürlich anscheinend zumindest deutlich schneller. Hat hier jetzt DRS, wird wahrscheinlich auch sein RS benutzen. Zieht jetzt hier nicht nach innen. Das hat er von Rocket letztes Mal gelernt, das kann nicht immer klappen. Hat auch tatsächlich kaum RS benutzt. Also war ziemlich Kilgolder, neue schnellste Runde, 1.30.0 hat die freie Fahrt. Natürlich ein bisschen freier fahren. Ja, das sind die beiden Führenden auch extrem nah beieinander. Nikolai auch extrem nah, das stimmt. Bei Nikolai, hier Alfie die erste 3-Sekunden-Strafe. Bei Nikolai kann ich auf jeden Fall sagen, da hatte ich mit ihm gestern im PS hier einen sehr netten Fight gehabt. Über die letzten paar Runden hat im Endeffekt dann tatsächlich noch P2, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mitgenommen. Oder P3, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall vor mir im Ziel gekommen. Aber ja, war an sich ein netter Fight. Shark an Rocket vorbei. Yusaki, erste 3 Sekunden. Und dann gehen wir mal wieder auf Epsche. Hier natürlich weiterhin versucht, auf diese Gruppe weiter vorne aufzuholen. Aber dafür muss er erstmal an Rocket und an Red Shark vorbei. Und die scheinen sich hier wirklich nicht viel zu geben. Also die drei sind die wirklich sehr nah beieinander.
Nikolai scheint hier aber auch nicht gerade gut an Clemens ranzukommen. Oder zumindest vorbei scheint hier das große, das ganz, ganz große Problem zu sein. Ja. Vorbeikommen ist durch immer schwierig. Genau. Weil hier in Silverstone hast du ja in der Theorie zumindest zwei Geraden. Ja, in der Theorie. Währenddessen Falkberg Platz verloren gegen Phoenix. Falkberg ist nur noch auf P12. Kann es sein, dass der Schaden hat? Weil der fällt schon stark zurück. Also, ich sehe es zumindest gerade nicht. Aber. Links vorne. Nee, doch nicht links vorne. Nee. Ja, das war am Anfang auch so. Nikolai geht an Clemens vorbei. Nikolai vorbei, Clemens. Das ist der Brun, der hier an Erneut dranhängt. Und Elbsch jetzt mit dem Move gegen Rocket. Nach der Hänger. Sehen gerade Seite an Seite. Versuchen es hier. Und da muss Elbsch noch nachgeben. Da gibt auch einen Rocket nicht nach, der weiß, wie er seine Position halten kann. Und der Brun währenddessen aber nicht an Erlert vorbei. Ja, aber da hat er bestimmt. Ja, gut, da muss er jetzt nicht unnötig reingehen. Oh, Nikolai! Mit dem Dreher! Nein! Das ist natürlich sehr unpraktisch. Ja, kurz auf dem Überholmanöver hier. Und New Walker! Dreht sich auch weg! Praktisch gleich nach Nikolai. Da dürfte eine rutschige Stelle gewesen sein. Mein Gott. Kilo oder 3 Sekunden. Jetzt haben wir Epsch, der hier immer noch nah an Rocket dranhängt. Ja, sogar super nah. Aber es reicht einfach nie. Weil das große Problem ist, jetzt, da durch diesen Fehler, hat jetzt Yami Yosaki ebenfalls Zeit verloren, genauso wie Nikolai, genauso wie Red Shark. Das ist jetzt gerade eine Fünfergruppe. Sind alle fünf richtig nah beieinander. Shark hier der Einzige, der vielleicht nicht DS kriegt, wenn er aber nah genug dran bleibt, kriegt das. Gelb. Und da ist Dreher. Da ist New Walker. Ja. Und er hat Schaden. Ja, der hat Schaden. Vorne links. Das ist sehr bitter. Das ist extrem bitter, der ist jetzt ja auf P3 gefahren, Podiumkurs und jetzt leider mit diesen echten zwei Drehern weit zurückgefahren. Ja, was willst du machen? Am Ende des Tages musst du es halt auch übers Ziel bringen. Das ist halt teilweise, vor allem auf der Strecke wie es hier war, so ein bisschen schwierig, wenn die Reifen anfangen minimal abzubauen. Oh, und Phoenix jetzt gegen Brun. Und die sind auch nebeneinander. Die lassen sich aber hier gut Platz, die lassen sich gut Platz. Ja, die hat sich ja schon Platz gelassen. Aber dann lässt der Brun nach Yosaki gedreht. Auch gedreht, ja. Was ist hier auf einmal los? Ja, wirklich, meine Güte. Und jetzt haben wir zwei Red Bulls im Podium. Das hat plötzlich. Stimmt, das ist richtig. Und wir sehen hier weiterhin Edge mit dem verzweifelten Versuch an Rocket vorbeizukommen, aber Rocket ist zu nah an Red Shark dran. Und da bin ich fest von überzeugt, Red Shark die Sekunde auf Rocket rausfahren kann, ist Edge vorbei. Phoenix 3 Sekunden. Hilft ja natürlich nicht Rocket. Und die geht. Rocket geht sogar an Red Shark vorbei. Geht! In Kops! Du Kops, ey! Die fahren die gerade zu dritt durch Merges Beck jetzt fast, ne? Das ist einfach ein Wörter. Nicht mehr beieinander. Und jetzt kann Edge vielleicht. Hat er vielleicht den Run? Alex 3 Sekunden. Er scheint auf jeden Fall eine gute Pace zu haben. Und Epps Reifen sind die Minus, das heißt, er kann eh länger draußen bleiben, aber Epps kann nicht viel machen. Red Shark versucht es gegen Rocket und er kann da aber selber auch nichts tun. Nee. Da hat er zu wenig Pace. Epps. Und das passt für Epps auch wieder nicht. Clemens auch 3 Sekunden als Führender, der ist auch noch ein bisschen Vorsprung. Anhand eines Fehlers von dem Nikolai. Oh. Phoenix und Erneut, da wo Phoenix auch an Brun vorbeigegangen ist, letzte Runde. Phoenix außenrum, ja. Also Phoenix war das hier wirklich tatsächlich sehr gut. Ja. Bis er den kleinen Dreher drin gehabt hat, ist das eine super Performance bis jetzt. Aber Erneut lässt er, glaube ich, erstmal nicht locker. New Walker 3 Sekunden, für ihn erstmal ein Rennen zu vergessen. Kann jetzt mal mit dem harten durchfahren, das heißt, der müsste theoretisch nicht mehr rein. Natürlich keinen Safety Cut. Genau. Aber wir sehen auch gerade, es wird minimal dunkler. Es ziehen gerade Wolken auf. Oh, Regentropfen. Das sind die Regentropfen bei Epsch. Es fängt an zu regnen, Leute.
Was? Ja. Was sehe ich denn hier gerade? Das macht jetzt einen riesen Unterschied. New Walker wieder an der Box. Bitte? Geht der jetzt schon auf Möglicher Inters? Ich weiß es nicht genau. Alle für 3 Sekunden. Die Haas-Box ist ganz weit hinten, das werden wir relativ spät sehen. Ja, das ist ein Inters. Das steht Inters. Okay. New Walker. Und Brad Shark, wer ist. Nee. Ne, schaff's nicht. Rocket ist da wieder zu schnell, zu gut auf der Bremse. Hat kurz reingestellt, aber was nicht mehr. Und das natürlich jetzt für Epsch sehr unpraktisch, da dieser ja eigentlich jetzt eigentlich gerne vorbei möchte, aber es geht aber nicht. Ja, die Pace hat er, aber er kommt weiter. Ja, es liegt halt daran, er kann auf den Geraden überholen und wenn er auf der Geraden überholen kann, Epsch 3 Sekunden, das ist sehr unpraktisch. Ja, Epsch schon sehr nah an Redshark dran, ja, versuch's nicht. Ja, das war jetzt schon knapp. Phoenix, nochmal 3 Sekunden, hier ist auch gerade hinten. Ziemliche Strafenfest. Auch. Wir haben Epsch an Redshark dran und vorbei. Ja, der ist frei, ja. Und jetzt holt sich auch Redshark seine erste Strafe. Oh, Killgolder ist an Alphys. Yusagi dürfte so gerade an Falkberg vorbeiziehen. Ist New Walker? Nee, New Walker ist nicht schneller auf dem Test. Ja, Yusagi derzeit auf P10 nach vorne gefahren, gerade Falkberg überholt. Boom! Der an Airlight dran ist. Ich fand jetzt hier gerade Seite an Seite. Wir fallen doch nicht die zweite Kopf durch, oder? Nee, das lassen sie noch sein, aber trotzdem hier Brun ganz nah bei. Oder ganz nah an Airlight dran. Ah, hier der Dreikampf. Wocke 3 Sekunden. Oh, da ist. Hat sich dabei gedreht. Müsste Alfie sein, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gedreht hat. Oder ja. Nee, es ist Alfie, glaube ich, der gerade auf seinen Inters paar Probleme hat, noch die Pace zu finden. Ja, die Inters sind auch noch nicht die Reifen. Nein, noch lange nicht. Und wer ist hier gerade im Dreikampf? Alex, Ernert und Brun. Und wenn das so weitergeht, ist es gleich ein Vierkampf, weil Phoenix da vorne scheint nicht gerade weit wegzukommen. Vierkampf. Denke ich. Wo ich glaube, ja. Ja, es ist vielleicht noch ein bisschen zu weit. Aber jetzt ist der Elbsch wieder. Nee, okay. Das ist viel zu weit. Aber ich glaube auch, dass langsam es anfängt, ein bisschen rutschig zu werden. Ja, definitiv. Wir haben ja vorhin, das ist New Walker, der gerade Platz macht für die ganzen Leute. Da hat schon Verhältnis so weit da draußen. Ich glaube, jetzt können wir, glaube ich, langsam in Richtung Epsch rüber schielen. Ich glaube noch nicht, wir müssen noch warten. Da wird so schnell erstmal noch nichts passieren. Ah, das ist natürlich immer riskant. Ja, wie viel Risiko gehst du ein? Auch wenn es hier so regnet, natürlich. Ja, wir haben Epsch. Ich glaube, jetzt kann das. Erst noch 0,2 weg. Aber. Ja, 0,1. Er setzt sich in den Rocket und ist derzeit vorbei. Ja. Währenddessen haben wir einen Haas sich gedreht hat, das ist New Walker gewesen. Ja, die Inters passen nicht. Oh, da hat sich noch mal gedreht. Das ist der andere Alpha. Alphi. Ja, die Inters sind nicht farbig. Nee, Alex hat aber gerade Plätze verloren, ist jetzt von 7 auf 9 runter. Musste hier an die beiden Plätze legen. Er hat den Brun aufgeben, anscheinend ein kleiner Fahrfehler gewesen. 100% weiß es natürlich nicht. Okay, jetzt mal ein bisschen Reif ausgeben. New Walker Station aufgeben, der fährt in die Box. Warte mal, der fährt ja in die Box, der hat. Er zerstört es auch an der Boxengasse. Safety Car! Boxeneinfahrt. Achso, ja, das hab ich. Oder ist auf der anderen Seite der Strecke von außen, ich weiß es gerade nicht. Weil ich habe gerade bei Kirko dahin geschaut, der ist da auf jeden Fall nicht bei. Die Fahrtberg hat auf jeden Fall den Frontflügel geschaut, das können wir bestätigen, hat sich den Frontflügel wechseln lassen. Ja. Kirko ist auch in der Box, auch auf die Inters. Der muss nichts wechseln. Ja, ich glaube, so langsam geht das an. Ja, ich denke auch. Vor allem jetzt werden die, jetzt müssen die ja einfach eigentlich fast reinkommen, jetzt werden die alle auf die Inters mit. Schätze ich jetzt einfach. Aber mit dem Ausfall finde ich tatsächlich recht merkwürdig.
dass man das Auto da verliert. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht kann uns ja der New Walker, aka Sneaks, da vielleicht mal drüber aufklären, was da passiert ist. Wahrscheinlich entweder mit dem Reifen sehr, sehr unglücklich gefahren, ne? Sehr wenig Grip. Passiert ja auch relativ schnell. Vor allem, wenn es halt für die Bedingungen noch die falschen Reifen sind, aber wir wissen es halt nicht, ne? Das, wir können jetzt noch mutmaßen, das bringt ja im Endeffekt nichts. So, jetzt alle in der Box. Genau, die gehen jetzt nämlich alle rein. Die werden jetzt erstmal überall Intermediates draufgezogen. Ist auch für Nikola jetzt ganz gut, weil damit macht er seinen kleinen Fehler, den er gemacht hat, ein bisschen wett. Und das ist derzeit auch für... Ernald, 5 Sekunden, Rasen in der Boxengasse. Ach, okay. So, irgendwer fährt jetzt durch. Das ist ein Alpha, das ist Alfie. Ah ja, klar, Alfie. Der rundet sich ja nur auf, aber der kann nicht aufrunden. Der kann nicht aufrunden. Das ist blöd. Da bin ich... Das ist... Das tut mir sogar ein bisschen leid für Alfie, weil das ist wirklich richtig gescheit. Ja, das kann ich nur so bestätigen. Naja. Jetzt haben wir jetzt mal Safety Car draußen. Auch wieder, das ist ein Wahnsinn. Also wenn in England kein Aston Martin Safety Car fährt, ne, dann weiß ich aber auch nicht, was Sache ist. Jetzt werden hier erstmal die Abstände erstmal wieder komplett wegradiert. Ist jetzt für die Leute sehr unpraktisch, die recht weit hinten sind. Da ist halt, aus meiner Sicht, halt der Alfie der Einzige, der hier tatsächlich leidet. Der darf nicht überholen. Der darf nicht aufrunden, der darf nicht vorbei. Das ist halt recht unpraktisch. Ich darf theoretisch nach dem Reset halt einmal alle vorbeilassen. Na, wenn ich nur darf, so muss. Ja, das darf halt jetzt auch nicht so gemeint, dass das wirklich darf. Das ist genauso wie Steuern zahlen. Darf man auch, aber theoretisch hat man eh keine Wahl. Ja. Derzeit. Ist alles nah beieinander. Genau. Für drei. Was wir aber auch noch eben hervorheben könnten, vielleicht das auch sollten. Wir haben bisher drei Leute ohne Strafe: Nikolai, Brun, Falkberg. Ja. Das heißt, die haben hier derzeit die besten Karten. Aus dem Safety Car auch immer recht. Teilweise finde ich zumindest ich persönlich Safety Cars recht unpraktisch, vor allem wenn du gerade deinen Flow drin hast und du gerade tatsächlich immer auf Muscle Memory halt fährst, so nach dem Motto, du weißt halt immer genau, wann du bremsen musst, wann du einlenken musst, wie du wo Gas gibst, und wenn dir halt der Safety Car diesen Flow auf einmal unterbricht, dann kann das für manche Fahrer, für bei mir ist es zumindest so, dann ein bisschen brauchen, bis man mal dann wieder in das Race, in das normale Race-Tempo reingeht. Ich brauche da immer so 1,5 bis 2 Runden, bis ich dann wieder wirklich drin bin. Natürlich auch auf die Strecke an. Es gibt Strecken, da geht das deutlich schneller. Aber Silverstone ist ja eine Strecke, die ja generell, vor allem wenn die Bedingungen gerade am Wechseln sind, das ist ja das Schlimmste. Weil du kannst dann ja gar nicht mehr so fahren wie vorher. Das geht ja nicht mehr. Ja, das ist. Also so in diesem Wetter ist eine richtig schwere Strecke von hier. Ja, vor allem das Schlimmste ist ja, die sind gerade noch alle auf Trocken gefahren. Dann kam Safety Car, die sind alle auf Inters. Safety Car geht diese Runde rein, den Resat hier wird Clemens gleich ausführen dürfen. Das ist natürlich jetzt recht unpraktisch, der Alfie im Weg.
Aber der kann sich leider auch nicht wegzaubern. Ja, ich hoffe, ihr auch. Wobei, fand aber nämlich nicht. Danke an Crowdmaster an dieser Stelle. Ich weiß, es gab mal eines der letzten paar Spiele, da ging das. So 1718, da konnte man tatsächlich sich noch zurückrunden, ohne Probleme. Weiß ich, weil ich es mal in einem Rennen machen konnte. Und er fällt dann die Box, der Alfie. Das ist der beste Weg, wie er da diesen Pulk aus dem Weg geht. Und jetzt der Restart. Clemens lässt hier noch ein bisschen Zeit. Ja, blöde Kameras. Hat sogar ein bisschen übersteuern. Kann natürlich auch am Regen liegen. Jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Kommt hier relativ gut weg. Wir haben weiter hinten. Dann gehen wir auf Edge of 3. Danke für die schlechten Kameraoptionen, Crowdmaster. Oh, Kanäle, Fahrer noch bisher. Oh, jetzt Yamazaki hat versucht, so gut vorbeizugehen, aber gut, dann ist es auch so. Ja, hier Alex an Airlight dran und Bruder an Alex dran. Ich weiß nur, das weiß ich auch von Ungarn, das haben wir auch gesehen, Alex kann im Regen tatsächlich gar nicht mal so schlecht fahren. Und das sehen wir auch, indem wir gerade den Angriff Airlight versucht zu setzen, aber das reicht nicht. Der wird sich erstmal dahinter wieder weiter dahinter setzen und erstmal abwarten. Phoenix an Red Shark vorbei. Bei Red Shark wird hier versuchen noch nachzuhalten. Alex und Bruni bleiben am Fighten, ebenfalls ganz spannend. Und wir haben auch noch Yusaki, der jetzt mit wieder von der Partie ist. Alfie von der Session qualifiziert, Parken am gefährlichen Ort. Der hat das Auto an der Boxen aus, am Boxenausgang stehen gelassen. Finde ich tatsächlich recht unsportlich. Ja, ich will jetzt auch dann die Minute sprechen, da ja noch ein bisschen Erfahrung. Das ist sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass du in der Box stehen bleibst. Ja, das ist natürlich klar, ja. Und Alex hier gerade auf Abwägen verliert 3, 4, 5 Plätze wahrscheinlich gerade. Ist jetzt auf dem letzten Platz abgefallen. Ah, das ist bitter. Eieiei. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen sehr guten Fall. Hier sind sehr viele Leute dabei. Wir Brundi, der natürlich auch im Regen nicht mal so langsam ist. Den dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wir haben aber auch Falkberg dahinter, der definitiv die Punkte braucht. Oben noch Chancen im weiteren Verlauf der WM zu haben, weil derzeit fährt ja Epsch hier eigentlich ja fast alles in den Ruhe bisher. Es wäre jetzt immerhin mal ein Rennen nach Vieren bisher, dass dann Epsch nicht gewinnt. Ja, alleine bisher. Und Brun fährt da auf Yamazaki auf. Auf jeden Fall der Alpha tatsächlich sehr früh gebremst. Und wie ich Brun kenne, fährt er ohne Fahrhilfen, also auch ohne Linie. Will also hier seinen Bremspunkt selber finden und nicht auf die Crowdmasters Bremspunkte. Oh, da vorne das Alpine-Duell. Phoenix gegen Rocket. Das aber scheint Rocket derzeit noch gut auszusetzen. Oh! Rocket drückt da Phoenix ein bisschen raus. Dadurch kommt Red Shark mit ihm rein, aber es wird, glaube ich, gar nicht reichen. Dafür ist Red Shark noch zu weit weg. Weil zu zweit durch Kopf im Regen wäre halt ein bisschen too much, ne? Heavy, bisschen heavy wäre das, ja. Da ist das am Team-Team-Duell nicht so gut, sind die gut ausgefallen. Aber, ja. Das ist immer. Keine Fahrer. Also, sind wir jetzt wieder hin bei Bruni, der hat hier auch wirklich von Airnight auf 7 bis auf P11 alles nah beieinander. Jetzt natürlich, weil es natürlich regnet, gibt es kein DRS. Das heißt, die Leute müssen hier tatsächlich per eigener Kraft versuchen dran vorbeizukommen an ihren Vordermann. Und den Phoenix ja weiterhin nach vorne drückt und Rocket überholen möchte. Scheint auch derzeit schneller fahren zu können. Wenn es auch nicht gerade viel ist, aber es reicht, damit er halt einen Angriff auf Rocket setzen konnte. Und hat halt Rocket gerade ein bisschen wenig Strecke übrig gelassen. Und ist ja primär, haben wir gerade gesehen, ein bisschen Überschein hatte. Das heißt, kämpft hier ein bisschen. Und ja. Das bleibt. Die Alpins sind wieder beieinander, muss man sagen. Ja, sind 6 Zehntel auseinander. Das ist noch recht solide. 3 Zehntel sind es dann wieder. Brun fährt ein bisschen weiter nach außen. Schaut sich, glaube ich, wirklich an, Yusaki sich ein bisschen Schaden holen zu haben. Yusaki jetzt den Angriff auf Airnight. Kann er den durchziehen? Kann er das machen? Wir haben hinten eine gelbe Flagge, das ist Killgolder, der ein bisschen langsamer fährt. Und wir haben hier Yusaki tatsächlich vorbei. Am Airnight, aber Airnight natürlich niemand, der einfach so die Position aufgibt. Der kann natürlich zurückkämpfen. Allerdings muss er erst aufpassen, weil das Brun hinter sich, der die Kurve gerade anscheinend deutlich besser gekriegt hat. Und ist ganz, ganz
stark am Getriebe von dem Aston Martin hängt. Er nimmt die Kurve ein bisschen weiter. Regenbedingt hat er da wohl, glaube ich, nicht so viel eine große Auswahl gehabt. So, und jetzt ist Phoenix an seinem Teamkollegen dran. Wobei. Der Geraden ist, reicht, glaube ich, nicht. Nee. Außer er macht einen späten Move. Nee, zum Glück nicht. Doch! Doch, 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 er macht's und er ist vorbei! Nee, Rocket ist wieder daneben. Drückt hier dann Phoenix ein bisschen aufs Gras. Phoenix bremst hier sehr spät, da kommt Rocket vorbei. Red Shark zieht jetzt innen. Quadmasters, danke für diese scheiß Kamera an sich, tut mir leid. Aber jetzt Red Shark, auch an Phoenix vorbei. Da hat mir Quadmasters keine schöne Kamera gegeben. Aber da hat Rocket da den guten Phoenix vielleicht wieder gut rausgedrückt. Ja, ja, das sollten wir Fall, vielleicht ja. beobachten. Ja, das war auf jeden Fall. Jetzt wieder hinten auf Phoenix. Muss jetzt wieder vorbei an Red Shark. Der muss wieder vorbei, richtig. Und ich glaube, wenn er wieder an Rocket reinkommt, wird er, glaube ich, nicht mehr so leicht fighten. Ich glaube, da wird er seine Ellenbogen ein bisschen weiter ausfallen. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, das ist Standardschaden, da kann man mal ein bisschen Wheelbanging betreiben, aber sollte man im Optimalfall auch nicht übertreiben. Weil irgendwann gehen die Fingerteile dann aufflöten. Im Bruni ist das aber sehr nah an Air Knight dran. Setzt sich hier nach außen, die fallen jetzt nicht wieder zu weit, nee, die fallen jetzt nicht zu weit durch Kopf. Da nimmt Erna die Innenbahn und da nimmt Brun ein bisschen mehr Schwung mit. So kommen beide ganz, ganz gut durch, müssen da nicht Seite an Seite ran. Falkbeck inzwischen auch hinten dran an Ferrari von Brun Diet. Der Phoenix, der an Red Shark dran ist. Schafft er es dann vorbeizukommen? Er bremst sich daneben, er bremst sich vorbei und er bremst sich auf P5. Natürlich weiterhin sehr knapp davor Rocket. Ich denke, der wird jetzt Phoenix versuchen. Auf jeden Fall wieder. Er hört ja schon wieder ordentlich auf. Ist ja wieder in der Sekunde drin. Gibt zwar kein DRS, aber zeigt ja trotzdem, dass man da schon wieder relativ gut ranfahren kann. Ja, auch inzwischen Brun eine Strafe. Ich weiß gar nicht, wann er sich die geholt hat. War ja eine lange Zeit lang ohne Strafe. Jetzt nur noch Nikolai und Falkberg ohne. Ist halt auch nicht darauf geachtet. Ja, Falkberg auch noch gut dran. Phoenix, Strafe. Ja gut, die habe ich gerade gesehen. Die war live im Bild. Und die Gruppe da hinten, da gesellt sich gerade, glaube ich, noch ein weiterer dazu. Das ist der Killgolder. Wir müssen Alex ein bisschen abgeschlagen, als auch P12 fährt. Er hat noch gelobt, dass er im Regen so gut fahren kann. Hat ja in Ungarn eine recht gute Performance in den nassen Bedingungen ja gezeigt. Allerdings hier derzeit ein bisschen schwieriger auf Silverstone, hier sein Auto an dem Feld dran zu halten. Ja. Das war Phoenix hier mit einem sehr guten Ausgang, aber jetzt gucken wir mal eben kurz, wie es bei Falkberg aussieht. Killgold aber auch nicht gerade weit weg. Killgold, 3 Sekunden, das habe ich nicht erwähnt. Streamerflug. Aber Killgold wird da nicht drankommen, weil selbst. Versucht er doch nicht, oder? Ah, und, aber. Oh, und da gibt es den Wheelbump und. Ja, ich hoffe mal, da ist hier der Flügel zu Schaden gekommen. Das hoffe ich auch, Mann. Ich bin schon draufgekracht, ein bisschen. Das Flügel sieht auf jeden Fall noch heil aus, er kann wieder ranfahren. Ja gut, wie gesagt, bei dem Standardschaden hast du ja ein bisschen mehr Freiheiten, was das Bumpen angeht. Auf Simulationsschaden hätte er schon längst zweimal in die Box gemusst. Und ja, ich glaube, Ewigkeiten würde es aber auch nicht gut gehen. Aber klar, ich verstehe halt zwar auch, dass Phoenix vorbei möchte, aber das muss er halt versuchen, recht sauber zu machen. Er fährt ja eigentlich auch sehr gerne ACC. Da kannst du ein bisschen eher bumpen. Und Killgold ein Fehler. Ja, das auch das der Regen ist auch nicht ganz eins. Nee, also Killgold ja eigentlich auch immer im oberen Mittelfeld unterwegs. Oder in der unteren Spitze, je nachdem. Und heute ein bisschen abgeschlagen auf P11 unterwegs. Ja. So, jetzt ist Phoenix
relativ knapp. Ja, mit Schlag kann das Tempo auch nicht mehr mithalten. Es ist auch weiter weg. Ja, sobald sie die beiden nicht bekriegen, können sie auch Börsche davon fahren, aber. Oh! Ja, Phoenix hat schon gesagt. Ich will jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, mir ist quasi immer sehr viel Zeit. Muss mal den Kampf weiter hinten an. Falkberg, Grün, Air Knight. Aber ich glaube, da wird auch nicht viel passieren, weil die fahren alle relativ gleich schnell. Und da kommt auf der Geraden keiner vorbei. Scheint auf jeden Fall Air Knight. Hier, ich scheint auch Air Knight relativ viel Eintritt mitzunehmen. Und wir haben hier Phoenix, der jetzt wieder relativ nah an der Rocke dran ist. Aber ich bin ganz ehrlich, da wird noch nicht viel passieren bei den beiden. Ja, das Problem ist natürlich, dass Phoenix. Alexander Box. Ja. Aber im Endeffekt möchtest du als Fahrer ja trotzdem immer so weit vorne wie möglich sein. Und Phoenix neben Rocket. Schafft er es hier vorne zu bleiben? Die berühren sich. Phoenix kann das Auto halten. Meine Güte. Redshark jetzt dran. Heilige Makrele. Die beiden Alpines, die geben es sich aber gerade richtig. Dabei braucht Alpine so dringend diese Punkte. Also die beiden keine Gnade, ne? Alex auf Wetz? Warum so stark geredet das auch gar nicht? Ich bin gerade auf die Onboard gegangen, das regnet wirklich fast gar nicht. Oh, Nikolai ist richtig knapp an Eclemus dran gefahren, der letzte Runde. Na gut, theoretisch muss er keinen Angriff setzen, der Nikolai, wenn er schlau ist. Ja, klar, eben Eclemus hat ja alles gut. Aber im Endeffekt kannst du ihn wahrscheinlich auch beschädigen. Möchtest du das Rennen natürlich auf der Strecke gewinnen, ne? Ja, klar. Aber im Endeffekt, wenn du halt weißt, du musst nichts riskieren und das sind wichtige Punkte für Red Bull, dann würde ich natürlich da auch dann eher einen etwas vorsichtigeren Weg fahren. Phoenix die nächste Strafe, was sind wir denn derzeit? Phoenix 12. Der verliert so viele Plätze. Der purzelt weit zurück, ja. Aus den Punkten glaube ich nicht, weil das glaube ich viele Gehörer zu weit weg. Der Rest hat 3 Sekunden überwiegend, teilweise noch 6 dabei. Und Falkberg und Nikolai natürlich derzeit ohne Strafe. Weiterhin. Es ist schon schwierig hier tatsächlich keine Strafe zu holen, weil ich kann nur erzählen, aus eigener Erfahrung, mehr geht's back jetzt, die Ecke ist schon sehr unpraktisch, viel zu übersteuern. Dadurch kommt jetzt Redshark wieder ganz gut ran. Ist hier hinter Phoenix, kann er den Move setzen? Nein, kann er nicht. Da macht Phoenix schon relativ gut zu. Und wir haben Falkberg. Nimm Brun. Falkberg nimmt hier die Innenbahn mit. Brun ist außen und Brun bleibt vorne. Das sage ich hier jetzt gerade kurz so aus und Kilgold ist inzwischen wieder rangefahren. Ja. Der war gerade noch 4-5 Sekunden weg. Durch einen kleinen Fehler, der ist wieder da. Also, langsam scheint er nicht zu sein. Es scheint nur, dass er halt beim Überholen hier und da mal eine kleine Fehler macht, wenn er das kleine bisschen zu viel pusht. Oh, jetzt ist richtig knapp. Jetzt ist Falk richtig, richtig knapp und Kilgolder richtig, richtig knapp und Falkberg dran. Kilgolder sogar vielleicht jetzt mit der Chance. Oh! Wieder einen Tacken zu nah dran, du musst ja dann ausweichen. Weil Falkberg in einer Linie gefahren ist, das ist natürlich sehr unpraktisch. Falkberg an Bru dran und er kommt da auch nicht schon vorbei. Natürlich fragt sich auch Falkberg, warum hält er mich auf der Strafen? Das ist richtig, aber im Endeffekt ist es keine Überrundung. Er muss halt nicht den Platz hergeben, sondern er kann halt fighten, wie er es halt möchte. Das ist richtig. Das ist 100% richtig. Brun, 3 Sekunden. Die nächsten. Also der Regen. Irgendwie der Vertreter. Ja, das weiß ich schon. Ob sie eine Chance haben, Haas einzuholen. So schnell nicht. Kommt drauf an. Nee, heute noch. Aber wenn es so weitergeht, dann dürfte das was werden. Ja, definitiv. Aber es scheint so, als ob der Regen tatsächlich anfängt, stärker zu werden. Alex, geht es an die Box? Meinst du, es wird noch wet? Nein. Glaube ich aber nicht dran.
Der ist war alles gerade auf den Wett gegangen, geht wieder an die Box. Du willst Ja, generell eine Runde jetzt weniger fahren, weil du bist wahrscheinlich von den beiden ersten überrundet. Überrundet war ich natürlich. Phoenix wieder nur hier dran. Der kriegt eigentlich fast schon wieder Kopfschmerzen. Einfach nur sauber durchfahren, Jungs. Mehr will ich nicht. Und wir müssen hier killen, oder der tatsächlich schon an Fallberg dranhängt. Zieht hier nach innen und geht da nicht durch. Nikolai, die ersten 30. Nikolai, 3 Sekunden. Kilgolder, oh. Neben Falkberg. Ja, die beiden sind richtig knapp. Oh, Kilgolder. Kilgolder, stark. Stark. Sehr schön gemacht. Ja, richtig gut. Das war sehr schön. Kilgolder muss hier ein bisschen weitergehen. Aber jetzt hat Nikolai 3 Sekunden. Jetzt sieht plötzlich die Welt ganz anders aus. Davor. Ja, weil damit hat deshalb nämlich Clemens in Sieg. Ja. Und jetzt muss Nikolai tatsächlich pushen. Und im Trockenen sage ich dir eins, wäre das gar kein Problem. Und Rocket! Rocket! Hat sich gedreht! Und Moment, Phoenix hat auch viele Positionen verloren. Hat es eine Kollision zwischen den beiden Teamkollegen gegeben? Ich hab's gerade leider nicht drauf gehabt. Ich auch nicht. Phoenix scheint keinen Flügelschaden zu haben. Wobei sich das Verhalten vom Auto ein bisschen anders auswirkt. Eieiei, Alpine braucht seine ersten Punkte. Na gut, die kriegen sie ja safe. So ist es ja nicht. Aber die haben sich gerade so viele Punkte einfach weggenommen. Ja, safe ist relativ natürlich immer. Es kann schon sein, dass ein das P11 und P12. Ich bin gerade rausgeflogen aus der Lobby. Ja, hab ich gerade gesehen. Na shit. Das Rennen läuft noch, ne? Ja, das Rennen läuft schon, alles gut. Ich starte hier wieder ein. Ey, der ist einmal spannend und mal fliegst du aus der Lobby raus. Ja, oh Mann. Ich hab dich mal eingeladen. So, ich bleib während das drauf und berichte. Nikolai jetzt nur noch 5 Zehntel hinter Clemens. Zwischen den beiden ist es richtig knapp. Während ist Alex in der Box und hat eine Box aufgegeben. Kilgolder, Brun und Falkberg, die Gruppe sind eher Kilgolder. Kilgolder, ja nein, richtig knapp aneinander. Das sind nicht mal 5 Zehntel, die drei trennen. Und Kilgolder versucht nach Kurve 1 an Brundin vorbei. Oh, die beiden werden wahrscheinlich auf die Gegengerade. Ah, Brun auch dann okay. Noch an Erneid dran, die fahre ich vergessen. Ja, Brun hat auch drei. Und jetzt haben das wir da vorne aber eventuell ein Duell zwischen den beiden Führenden. Eventuell. Aber auch ein Yamiyusagi, der Richtung Westshark marschiert. So, Nikolai jetzt nur 0,434 Sekunden hinter Clemens. Na gut, jetzt muss Nikolai halt liefern. Entweder muss halt Clemens in eine weitere Zeitstrafe drängen. Nikolai ganz nah dran, aber es reicht noch nicht. Also entweder muss er den Clemens in eine Zeitstrafe drängen. Oder er muss ihn überholen, aber jetzt scheint es tatsächlich so auszusehen, dass der Regen anfängt sehr stark zu werden. Oh, ich sehe mal, wie knapp Kilgolder, Brun und Erna dann dran sind. Heilig! Das ist mehr als so knapp. Ja, Kilgolder 12 Sekunden, das ist ganz gut. Das ist natürlich unpraktisch. Ja gut, aber macht ja den Kampf hier nicht unspannender. Erna hat 3 Sekunden. Und oh, Erneid, jetzt 3 wide, aber ja. Kilgolder. Hat auch nicht. Nee! Erneid dreht sich weg. Nein. Das. Ja gut, aber to be honest, da ist nicht Platz für 4 Autos, Leute. Das könnt ihr nicht bringen. Nee. Ja, da hat er Leitz übersteuern in Kilgolder hineingehabt. Das ist ja. Die fahren wirklich teilweise einfach zu dritt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Kilgolder jetzt neben Bruni. Allerdings Bruni. Jemand, der weiß, wie er seine Position halten kann, auch schon öfters erwähnt, ist immer noch neben Kilgolder. Die sind beide hinten, ja, ganz, ganz nah an Phoenix dran. Brun mit dem ein bisschen nach draußen gedrückt, aber es geht noch. Jetzt hat die Brun in Windschatten, Kilgolder ist neben Brun und Brun möchte am liebsten rausziehen, aber es kann er halt nicht. Und Kilgolder richtig weit innen. Phoenix die nächsten 3 Sekunden. Brun hat die Innenbahn. Nikolai richtig knapp an Clemens, aber oh, Kilgolder! Nee!
Ah, dreht sich. Dass das Duell mit einem Dreher endet, ist natürlich... Ah, bitter, schade. Aber Nikolai jetzt, die letzte Runde. Und er ist richtig knapp. Pass mal auf, Falkberg ist noch ein Phoenix dran. Falkberg an Phoenix vorbei. Ach, Phoenix hat mal einen Flügelschaden. Eigentlich nicht. Ja, ich denke schon. Aber ich vielleicht nur eine minimale Chance. Ja gut, das reicht ja im Regen schon. Ja. So, Nikolai jetzt. Kann er noch was machen in der letzten Runde? Oder schafft Clemens den ersten Sieg im MSC zu holen, beziehungsweise den zweiten Sieg für Ferrari im MSC? Wir hätten den ersten Sieg für... Ah, stimmt, Zurex. Saisonauftakt sogar. Ich weiß es. Ja. Italien. Ja, noch reicht's nicht für Nikolai. Noch ist es viel zu viel. Noch hat aber auch noch eine halbe Runde übrig. Aber du hast recht, die Zeit rennt ihm ja schon theoretisch davon. Ja, hier war der letzte Runde circa 3/10 dran, du Kops. Schau mal. Komm jetzt durch der Field durch. Ja, ähnlich knapp hinter. Oh, 0,2! Also, die beiden machen es aber knapp. Die machen es knapp. Wenn der Kopf durchkommt, könnte sich das ausgehen auf die Gerade. 0,2. 0 ist immer 0,2, sehr knapp. Er darf jetzt nur nicht zu viel verlieren durch. Michael Speck jetzt durch. Ja, kommt. 0,3. Ne, der ist weiter rausgekommen. Das sieht irgendwie aus. Abwarten. Glaube ich. Nikolai, setz sie an, aber er lässt es nur bleiben. 3 Sekunden. Ja, jetzt wären jetzt für beide scheiße. Er zieh nochmal rein, aber mach's nicht, weil er weiß, es bringt nichts. Gehen wir währenddessen zu Clemens rüber. Letzte Kurve, Nikolai. Nee. Clemens gewinnt den großen Preis von Großbritannien auf P2. Nikolai, die haben uns am Ende einen Wahnsinnsfight geliefert. Evsch auf P3 holt sich weitere 15 Punkte für den WM-Kampf. Boah, dann haben wir auf 4 Red Shark. Auf 5. Ja, sowieso. 5 ist dann Yusaki. Ja. Auf 6. Oh, auf 6 erstmal Brune, der wird aber vom Falkberg wegen den Zeitstrafen überholt. Das heißt, ja. Falkberg auf A6, Brune auf P7, Phoenix auf P8. Ja, der hat auf P5 geschaut. Ja. P5 geschaut. Aber ja, Phoenix durch. Kilgold auch? Oder wie ist das? Ja, doch, Kilgold hat keine Flügel mehr. Ja, der hat sich aber komplett in die Wand gedreht. Der kann er nicht viel machen. Aber Ernald muss er nicht überholen. Den 9. Platz kriegt er sowieso. Er hat ja 4 Sekunden weniger Strafe. Ja, Ernald, bitte noch mal 2 Punkte holen für Aston Martin. Erinnert auf 8, auf 9 meine ich, Kilgolder auf 10 und Rocket. Ich hab ja auf der noch im Rohr gewendet. Denke ich, wenn ich mich nicht täusche. Das kann sowas sein, ich weiß es gerade nicht 100%. Falkberg-Fahrer des Tages. Ja, wo ist der Falkberg gestartet? 11 müsste es gewesen sein. Ja, dann. Natürlich. Aber Gratulation an Clemens. Das war ja ein richtig starkes Rennen. Ja, das war ein richtig gutes Rennen. Ich glaube, ein oder zwei Runden mehr hätte Clemens da ein bisschen mehr Probleme gehabt Richtung Nikolai. Und Nikolai hier den Sieg nicht mehr geholt, ist ja immer noch Zweiter geworden. Nimmt wichtige Punkte für Red Bull mit. Ja, was haben wir da noch großartig zu sagen? War ein starkes Rennen von den meisten. Und ja, Rocket hat den Punkt noch mitgenommen. 3 Sekunden waren es ungefähr. Kilgolder damit der unglückliche 11. Ja, das ist bitter für Kilgolder, aber trotzdem. Falkberg, der einzige, der ohne Strafenloop gefahren ist. Ja. Schon auch erwähnen. Auch stark. Auf 6 mal nach vorne. Hat für weitere Plätze nach vorne leider nicht gereicht für ihn. Das heißt, wir liegen immer noch ein bisschen was. Es waren sogar 6/10 zu langsam. Dann hätte er noch den Yusaki gekriegt. Sehr, sehr knapp. So. Ich hab schon geschrieben. Dann gehen wir schon mal in den Talk. Jo. Ja, jetzt warten wir noch auf die 3 guten Fahrer, die jetzt hier noch reinschneiden müssten. Hoffe doch.
Ja, er sucht noch seine Kopfhörer, das ist gut, ist alles gut. So, dann gehen wir schon mal in den Schauboom rein, gucken uns erstmal natürlich das Auto des Siegers an. Das wäre was der. Ist deine, was sagst du zum Rennen so? Was ich zum Rennen sage? Ja, ja. Hey, das war schon hier und da sehr stark gefahren, aber auch an manchen Stellen kritisch. Aber an sich sehr spannend gewesen. Bis zur letzten Runde haben uns ja die beiden Führenden, Clemens und Nikolai, noch einen guten Fight geliefert. Aber auch in der Mitte sehr viel los. Das heißt, gar nicht mal so langweilig, wie man Silverstone teilweise sogar kennt, sondern richtig viel Spannung dabei. Und wir haben auch schon Nikolai dabei. Dir schon mal Glückwunsch zu P2. Danke. Ja, war an sich ein recht gutes Rennen. Das war schon Clemens und Epsch. Clemens, Glückwunsch zum Sieg. Servus. Danke, danke. Gerne, gerne. Und Epsch, dir auch nochmal Glückwunsch zu P3. Ja, danke schön. Und GG an die zwei Jungs vor mir. Ganz stark heute. Danke. Dann fange ich mal direkt mit dem Sieger an. Clemens, grandioses Rennen, grandioses Qualifying. Wie war denn so für dich das Rennen? Der Start war extrem gut, da habe ich eh schon am Anfang gewusst, dass ich im Start wahrscheinlich ziemlich schnell sein werde, weil ich extrem viel Start geübt habe und dann habe ich halt einfach den Nikola hinter mir gehalten und irgendwann hat er mich dann überholt, aber dann hat er sich halt gedreht und das war dann so ein bisschen der Wendepunkt des Rennens, finde ich. Auf jeden Fall hast du dann ja noch relativ gut den Abstand gehalten und dann auch in den Wettbedingungen gar keine Probleme gehabt, Nikolai hinter dir zu halten. Hat sogar teilweise, glaube ich, mal ein bisschen mehr 2 Sekunden Vorsprung. Dann ist aber Nikolai wieder rangefahren und gegen Ende wurde es dann mal richtig knapp. Ja, also ich habe eigentlich gedacht, dass ich auf dem im Wett eigentlich überhaupt nichts kann, weil ich habe es kein bisschen geübt. Und ich habe mir dann gedacht, so jetzt stelle ich halt den Frontflügel ein bisschen hoch und dann probiere ich es halt. Und dann habe ich so versucht und bin dann immer beim Safety Car ein bisschen abfallen lassen und dann mal so 2 Kurven versucht, so ein bisschen zu fahren, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Und dann habe ich mich darauf eingestellt und dann, ja, habe ich das irgendwie heimgebracht. Das ist auf jeden Fall P1, dein erster Sieg hier im MS10. Das sind 25 Punkte für dich und auch für Ferrari. Das kann auch vielleicht daran liegen, dass ich heute Geburtstag habe, aber... Dann, herzlichen Glückwunsch, Clemens. Ja, Glückwunsch auch von mir. Ist der schönen Geburtstag doch ein perfektes Rennen. Ja, bin ich auch. Dann gehen wir mal rüber zu P2, Nikolai. Qualifying Lab war ja bombenmäßig stark. Start dann gegen Clemens verloren gehabt und dann bist du ja noch relativ nah bis zum Dreher dran geblieben. Wie kam eigentlich der Dreher zustande? Ja, erstmal nochmal zum Start. Natürlich in England, es ist die innere Seite extrem stark, also da hat man extrem viel Grip. Deswegen war mir schon eigentlich klar, dass ich da den Start verliere wahrscheinlich. Und naja, hat auch sehr gut gestartet und ja, konnte ich eigentlich gut mithalten, konnte doch irgendwann überholen dann mit DRS und so. Und dann, ja, der Dreher war natürlich ein bisschen unglücklich. Bisschen, ja, über den Körper halt dann ein bisschen Tailbreaking, ein bisschen zu viel und dann, naja, konnte ich halt nichts machen und ja, dann halt wieder gefangen und dann konnte ich wieder langsam aufholen, dann kam der Safety Car und dann ging es ja schon auf die Inters, ne? Genau. Beim Safety Car dann. Und wie waren für dich so die Wettbedingungen? Am Anfang kann ich es halt nicht genau sagen, aber am Ende war es auf jeden Fall ein bisschen schneller als Clemens, aber hat im Endeffekt nicht gereicht. Du hast ja relativ spät, glaube ich, noch die Strafe geholt. Ich denke, da war es schon nass. War halt recht unglücklich, weil ansonsten hättest du ja einfach nur dahinter bleiben müssen. Aber diese eine Strafe hat dir dann tatsächlich das kleine bisschen Komfort, ja, dahinter zu bleiben genommen. Genau, ja. Genau, die Strafe. Naja, es war halt irgendwann schwierig. Dann die Tracklimits habe ich mal irgendwann den letzten Ding dann geholt. Im Regen war das dann, ja. Mhm. Aber allgemein im Regen, ja, ich bin halt seit dem Jahr fahre ich halt im Duel und im Regen habe ich noch so meine Probleme, also mit dem Auto und so, das ist, weiß noch nicht genau, wann ich da auf dem Gas und so, da habe ich noch ein bisschen, also da bin ich noch nicht am Limit, es ist ein bisschen, es ist echt schwierig, also muss man sagen, im Regen. Ja, wirklich, definitiv, das stimmt. Ja, also da kann man ganz schwer einschätzen, wann das Heck jetzt kommt und so, aber
Ja, Clemens ist sehr gut im Ring gefahren, also echt starke Pace. Also ich musste mich da schon richtig anstrengen, mal dran zu bleiben. Und dann, ich wollte eigentlich dahinter bleiben. Und dann, wo ich halt die Strafe bekommen habe, ab dem Zeitpunkt, dann bin ich halt noch mehr ans Limit. Und dann bin ich ein bisschen reingekommen, aber ja, hat am Ende nicht mehr gereicht. Hat er sich auch verdient auf jeden Fall, der Clemens. Hat er, ist sehr stark gefahren im Ring und ja, trotzdem hat es Spaß gemacht, sehr viel heute und war ein schönes Rennen und ich bin eigentlich zufrieden mit Platz 3. Das freut mich noch zu hören. Dann nochmal Glückwunsch zu P2, 18 Punkte für dein Konto und noch ein bisschen mehr fürs Team Ratchet, hat auch noch ein bisschen für Red Bull gepunktet. Genau, genau. Punkte fürs Team auch wichtig und ja. Eben. Du hast gar nicht Ratchet, welcher Platz der ist, das ist glaube ich auch irgendwo. 4 oder 5. War es gerade nicht zu 100%. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Dann gehe ich mal weiter zu P3. Da haben wir unseren WM-führenden Epsch, der seinen Vorsprung weiterhin ausbaut. Da ja Falkberg ein bisschen, ja, gar nicht mal so viel weiterhin, weil ich glaube, ist glaube ich Sechster geworden. Und das sind halt trotzdem weiterhin sehr gute Punkte, die du da ausbauen konntest. Weitere 7 hast jetzt, wenn ich mir jetzt gerade im Kopf rechne, 165 Punkte generell. Ja. Und ja, wie war so das Rennen aus deiner Sicht? Ja, also ich muss sagen, war, also Qualifier, ich habe halt gepokert, dass der Regen ein bisschen später kommt. Deswegen habe ich mich auf Mediums qualifiziert. So mit Softs wäre ich auf jeden Fall auch ein bisschen weiter vorne gelandet. Weil ja, also die Pace von Nikolai kann ich nicht ganz mitgehen, was das Qualifying angeht. Aber ja, so Platz 3 wäre drin gewesen. Aber ja, der Regen kam dann anders wie gedacht, ein bisschen früher. Aber im Rennen, ja, Start war eigentlich sehr gut. Konnte da auch direkt, ich glaube, einen Platz gut machen und dann wurde der Brunn Diet gedreht. Da konnte ich gerade noch so ausweichen, dann wurde ich aber auch von jemandem noch berührt. Ich glaube, Killgolder war es, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da habe ich mich auch so leicht weggedreht, konnte dann aber direkt einen Anschluss wiederfinden, das war eigentlich ganz okay. Ja, und dann kam ich an Red Shark und an Rocket nicht vorbei. Also wir haben uns da rundenlang bekriegt, aber ich kam einfach nicht vorbei. Ich war, also in freier Fahrt wäre ich definitiv schneller gewesen. Ja. Glücklicherweise kam dann das Safety Car, dass ich wieder ein bisschen rankam. Und kurz vorher konnte ich da auch Rocket noch überholen, das ist so, dass ich dann auf Platz 3 war. War eigentlich der perfekte Zeitpunkt für das Safety Car. Ja, aber dann im Regen, die Pace konnte ich einfach nicht mitgehen. Also da war ich absolut am Limit. Aber für P3 hat es gelangt und die Punkte nehme ich gerne mit. Gut für die WM. Ja. Das hört sich doch an sich schon mal recht gut an. Ja, ich bin auch sehr zufrieden heute. Also Platz 3 ist optimal. Das ist doch gut. Und dann übergehe ich mal kurz an Raphael. Du weißt ja bestimmt, welches Rennen du als nächstes fahren. Ich weiß, es ist kein Europa-Rennen, glaube ich. Doch, Monaco. Stimmt. Alles ja, gut. Monaco, ja. Monaco ist ja der Abschluss unserer Europa-Tour tatsächlich. Ja, das ist dann ein recht enger Kurs. Da ist natürlich wieder recht spannend zu sehen, wer wo landen wird. Und gibt es denn von euch noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen zum Rennen, die ihr loswerden möchtet? Oder Fragen, Anmerkungen zu anderen Fahrern, die hier gerade noch mit im Talk sind? Wo mein Kollege gelandet ist? Jetzt muss ich überlegen, es war Brun. Aus dem Kopf weiß ich es leider gerade nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall Punkte geholt. Das weiß ich. Ja, ich glaube, der müsste auf Platz 8 sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich war mit ihm in der Party, aber ich habe es dann mitgekriegt. Ich meine auch, dass er 8er gewesen ist. Auf jeden Fall gute Punkte auch für Ferrari. Und wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich den Stream an dieser Stelle dann beenden. Dann würde ich allen Zuschauern einen schönen Abend wünschen und wir hören uns beim nächsten Stream. Ciao. Ciao.